Hallo und willkommen zu einem neuen Disney Donnerstag. Heute habe ich ein DIY für euch und zwar basteln wir die Laterne aus Rapunzel. Das Thema war ja Liebesgeschichte und ich habe mich für Rapunzel und Eugene entschieden und wie man diese Laternen macht, das seht ihr jetzt. Für die Laterne braucht man nur ganz wenige Sachen. Zum einen hier so einen Deckel von einem Marmeladenglas. Man kann den Boden auch zum Beispiel mit Papier machen, aber ich fand das so sehr einfach. Wir brauchen dann noch Transparentpapier. Ich habe mich hier für so ein gelbes entschieden, weil das ganz gut zu der Variante im Film passt. Aber ich finde, gelb gibt auch einfach so ein sehr, sehr schönes Licht. Und dann bräuchte man noch Buntstifte, Schere und alles, womit man die Laterne gerne gestalten möchte. Hier schneide ich mir das jetzt erstmal so zurecht in der Größe, die ich haben möchte. Ihr könnt das natürlich auch viel größer oder viel kleiner machen, so wie es eben für euch passt. Und was ich so toll finde an diesem DIY ist, dass man das super toll mit Kindern machen kann. Also man kann da seiner Fantasie völlig freien Lauf lassen und es ist so einfach, dass das wirklich auch junge Kinder schon hinkriegen. Und es macht halt auch einfach wahnsinnig viel Spaß. Wenn man das Papier dann in der richtigen Größe zugeschnitten hat, dann kann man sich eine Schablone ausdrucken. Die habe ich einfach aus dem Internet. Ich habe einfach eingegeben Rapunzel-Laterne-Muster. Und dann kam das hier. Und ich zeige euch zwei verschiedene Varianten. Die erste Variante, da bemale ich das einfach. Also ich pause das so durch. Wie gesagt, das können Kinder auch ganz, ganz toll nachmachen. Und können dann das ein bisschen üben. Und diese Sonne finde ich halt wahnsinnig schön. Die habe ich in drei verschiedenen Farben angemalt. In so Orange-Gelb-Tönen. Aber ihr könnt auch ganz andere Farben nehmen, wenn ihr mögt. Um das Papier richtig zu befestigen, habe ich jetzt so dickes oder so breites doppelseitiges Klebeband an dem Deckel befestigt. Da ziehe ich jetzt vorsichtig dieses Papier bzw. diese Folie ab und dann wickele ich da quasi ganz vorsichtig das Papier drumherum. Und zum Schluss wird eben noch dieses Ende hier verklebt. Ich würde euch da wirklich empfehlen, doppelseitiges Klebeband zu nehmen, weil alles andere wird sonst ein bisschen wellig und nicht so schön. Und zum Schluss braucht man einfach noch so ein LED-Teelicht, das kann man dann hier reinstellen und so sieht das dann im Dunkeln aus. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich mag das total gern. Und es, wie gesagt, es ergibt halt ein super schönes Licht. Jetzt habe ich noch eine zweite Variante gebastelt und die zeige ich euch. Ich habe jetzt hier tatsächlich doch flüssigen Kleber genommen. Allerdings habe ich den sehr, sehr dünn aufgetragen. Das ist so ein weißer Bastelleim. Und ich habe versucht, den möglichst dünn aufzutragen, einfach weil sich das sonst wellt. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, wenn sich es ein bisschen wellt. Also das ist jetzt keine Katastrophe. Und dann kommt jede Menge Glitzer zum Einsatz. Ich habe noch Tage später überall Glitzer gefunden, also ja. Aber ich finde, es lohnt sich. Es funkelt einfach wunderschön am Ende. Hier habe ich jetzt versucht, das Ganze wieder in dieses Gefäß reinzuschütten, nachdem das getrocknet war. Und es hat nicht funktioniert. Ich habe das dann weggesaugt und dann war auch okay. Jetzt kommt eine größere Schablone zum Einsatz. Die habe ich mir auch wieder ausgedruckt. Und die kleinen Strahlen, die male ich auch wieder an. Einfach mit Buntstiften. Und die großen Strahlen, die werde ich gleich bekleben in einem schönen dunklen Orange, auch mit Transparentpapier. Die habe ich mir hier so vorgezeichnet, die werden dann ausgeschnitten und jetzt klebe ich die zwischen die kleinen Strahlen. Und dadurch hat das eben so, ja, ist einfach so Mixed-Media-mäßig. Also wir haben was geklebt, gemalt und beglitzert und ich finde, dadurch wirkt das Ganze einfach super interessant. Und ich habe gedacht, ich zeige euch einfach mal möglichst viele Varianten, wie man das machen kann, damit ihr vielleicht einfach inspiriert seid und ja, überlegen könnt, was für euch die bessere Variante ist. Und jetzt geht das Ganze ganz genauso. Ein Marmeladenglas mit doppelseitigem Klebeband und dann wird das Transparentpapier drumherum geklebt. Hier ist natürlich jetzt alles ein bisschen steifer und ein bisschen welliger durch den Kleber. Aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Das macht der Glitzer auf jeden Fall wett. Dann kommt da auch wieder ein Teelicht rein. Und so sieht das im Dunkeln aus. Und das ist zum Beispiel auch was, was Kinder für den Laternenumzug im Kindergarten basteln könnten zum Beispiel. Man könnte oben zwei kleine Löchlein reinmachen und dann einfach einen Faden durchziehen. Dann könnte man das auch so ganz klassisch an einen Stock hängen. Vielleicht müsste man das mit einem zweiten Papier einfach so ein bisschen befestigen, aber das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Schreibt mir doch gerne rein, ob euch dieses kleine, einfache DIY gefallen hat und was ihr dazu sagt.
Ja, ich finde Rapunzel und Eugene, es ist wirklich eine der schönsten Liebesgeschichten überhaupt und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das Thema für nächste Woche ist übrigens Disney Sidekick, sprich der beste Kumpel oder die beste Kumpeline der Hauptfigur. Also wenn ihr da Ideen zu habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Hier verlinke ich euch außerdem noch Beckys Beitrag, also schaut da unbedingt vorbei. Und mein Video von letztem Monat, nämlich Ariel die Meerjungfrau in einer Schneekugel, das verlinke ich euch auch noch. Wenn ihr mögt, abonniert doch meinen Kanal, darüber würde ich mich jedenfalls sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!